Herzlich willkommen jetzt zu unserem Vortrag über das Thema Verschwörungstheorien und Theoretik. Und es wird heute vor allen Dingen darum gehen, aufzuzeigen, wie das überhaupt entstanden ist, das ganze Thema. Und in der Diskussion vorher haben wir schon festgestellt, dass dieser Begriff der Verschwörungstheorien und Theoretiker offensichtlich verwendet wird. Heute als wirkliches Schimpfwort, als Schlagwort. Und Schlagwort warum? Weil man versucht, eindeutig Menschen, die ein System oder das System wirklich kritisch zu hinterfragen, lächerlich zu machen. Das ist eindeutig, das kann man wirklich sagen. Und was das Traurige eigentlich daran ist, ist nicht, dass es gemacht wird, weil das ist nichts Neues, sondern das Traurige ist, dass es so bei uns in der Gesellschaft angenommen wird. Das Traurige ist eigentlich, dass wir das so zulassen als Gesellschaft und dass unsere Medien voll davon sind, von diesen Begriffen und Kritik wirklich an gewissen Ereignissen gar nicht zugelassen wird. Das ist das Traurige. Das heißt, wir sehen, dass der Mainstream, wie man so schön sagt zu Deutsch, der Mainstream unserer Medien hier offensichtlich in irgendeiner Richtung vorprogrammiert ist. Und das wäre schon mal spannend zu wissen, ob Journalisten das selber wissen oder in welchem Maße sie da einfach nur nach irgendwelchen Anhaltspunkten gehen oder Vorschriften oder von mir aus schwarzen Listen mit Themen und so weiter. So kann ich mir das vorstellen. Für mich noch selber, nachdem wir auch hier über geisteswissenschaftliche Themen etwas sprechen werden, ist das leider auch sogar in den Kreisen der sogenannten Anthroposophen, in anthroposophischen Kreisen heute, Verschwörungstheoretiker bekämpft werden. Also sogar aus offiziellen Kreisen. Es wird einen eigenen Vortrag dazu geben. Das ist eigentlich für mich noch viel heftiger. Man erwartet ja eigentlich von anthroposophisch orientierten Menschen, dass sie sich für die Wahrheit einsetzen. Und genau das Gegenteil ist hier offiziell der Fall. Und das ist für mich persönlich schon eine ganz schreckliche Geschichte, weil man sieht, dass hier Geisteswissenschaft offensichtlich eventuell gar nicht verstanden wurde oder sogar benutzt wird, um etwas Gegenteiliges zu bewirken. Also die Frage ist, wo kommt der Begriff der Verschwörungstheorie überhaupt her, des Verschwörungstheoretikers? Und es gibt zwei Ebenen. Das eine ist mal die wissenschaftliche Ebene, und die wird es heute nicht so sehr gehen. Und das zweite ist einfach die Ebene der Medien, die medienwirksame Ebene, die jetzt zunächst einmal nicht wissenschaftlich ist, sondern sehr unwissenschaftlich. Und das Spannende ist, dass wir jetzt auch im normalen, üblichen, anerkannten Internetlexikon, das bei solchen Sachen noch relativ neutral ist, durchaus nachlesen kann bei Wikipedia. Und da heißt es, als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne den Versuch, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch das, und jetzt kommt die Erklärung, zielgerichtete konspirative Wirkung einer kleinen Gruppe von Akteuren zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Man verwendet zielgerichtet und konspirativ, nur konspirativ heißt dasselbe wie verschwörerisch. Das darf man eigentlich nicht machen in der Definitionslehre. Aber verschwörerisch heißt eben im Wesentlichen auch illegal, also ungesetzlich. Und zur Konspiration selber bei Wikipedia, jetzt wird es nämlich interessant, heißt es, der Begriff Konspiration bedeutet in der Sprache der Geheimdienste. Hier nach dem Glossar zeitgenössischer nachrichtendienstlicher Begriffe in den nachrichtendienstlichen Begriffsbestimmungen der Organisation Gehlen. Das war ja unsere Geheimdienstorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg, aus dem der BND dann entwachsen ist, und des früheren Bundesnachrichtendienstes BND der 50er und 60er Jahre. Und bedeutet die Zusammenarbeit mehrerer Personen unter einheitlicher Zielsetzung und bewusster Ausschaltung fremden oder öffentlichen Einblicks, wodurch das Ziel und ihre Identität verborgen bleiben. Ja, also man darf fremde und externe Organisationen nicht Einblick nehmen lassen in das, was man vorhat. Das ist eine wunderschöne Definition, weil das ist genau die Definition des Geheimdienstes. Nämlich ein Geheimdienst macht nicht anderes wie das. Das heißt, eine Verschwörung ist immer etwas Geheimes. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, gibt es heute in der Welt Verschwörungen? Ja, dann haben wir gerade die Definition bekommen, dass praktisch alles, was Geheimdienste machen, Verschwörungen sind.
Das heißt, die Welt ist voll von Verschwörungen. Das ist einfach so. Also ist die Frage jetzt, wenn heute der Begriff des Verschwörungstheoretikers als Waffe benutzt wird, wo man doch weiß, dass eigentlich die Welt voll von Verschwörungen ist, warum wird das gemacht? Die Wissenschaftler unterscheiden das sehr wohl, nur die wissenschaftliche Meinung kommt in den Medien nicht durch. Da heißt es jetzt wieder, prinzipiell unterschieden werden Verschwörungshypothesen, die rationale und überprüfbare Aussagen über angenommene Verschwörungen machen, und Verschwörungsideologien, die ihre Stereotypen und monokausalen, also nach einer Ursache bestimmend, über Verschwörungen gegen kritische Revision immunisieren. Also der Verschwörungsideologe, und das ist genau der richtige Begriff, ist immun gegen Kritik, gegen seine Verschwörungstheorie. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass Leute, die einfach schon mal von einer Verschwörung überzeugt sind, auch sich nicht davon abbringen lassen. Also es ist auch ganz schwierig, mit solchen Menschen sachlich zu sprechen. Das ist dann auch ein Zug. Da muss man aufpassen, dass man dann schon nicht paranoid wird. Also da gibt es schon Leute auch, die schon paranoid werden und hinter allem sofort eine Verschwörung sehen, ne? Weil ja überall Verschwörungen sind. In diesem Sinne, und jetzt kommt das Interessante eben bei Wikipedia, in diesem Sinne wird der Begriff Verschwörungstheorie zumeist kritisch oder abwertend verwendet. Also Wikipedia gibt sogar zu, dass der Begriff abwertend verwendet wird, obwohl er sachlich ganz unbegründet ist. Aber wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem Verschwörungsideologen und einem Verschwörungstheoretiker. Aber das wird leider nicht gemacht, und jetzt sind wir bei dem wissenschaftlichen Begriff, denn eine Theorie ist ja ein wissenschaftliches Weltbild, eine These auch. Das heißt, was wird hier eigentlich gemacht? Es wird der Begriff der Verschwörungstheorie schon mal falsch verwendet. Und da fängt die Manipulation an. Und das ist jetzt meine erste Verschwörungsthese heute. Es wird der Begriff bereits so falsch verwendet, dass er überhaupt zu keiner sachlichen, wissenschaftlichen Diskussion mehr führen kann. Man kann gar nicht mehr sachlich diskutieren, wissenschaftlich, weil der Quantentheoretiker, der darf jederzeit seine Quantentheorie verbreiten. Aber der Verschwörungstheoretiker, der ja ein Wissenschaftler wäre, wird sofort zum Ideologen abgestempelt, sodass man ihn überhaupt nicht ernst nimmt. Also seht ihr, der Begriff der Theorie wird hier abwertend verwendet, obwohl er normalerweise positiv verwendet wird. Und das ist die erste Manipulation. Die erste Manipulation liegt darin, dass der Begriff der Theorie mit der Ideologie gleichgesetzt wird. Man spricht ja nicht von den Verschwörungsideologen, sondern immer von den Verschwörungstheoretikern. Würde man von den Verschwörungsideologen sprechen, wäre das ja berechtigt. Weil ein Ideologe ist blind auf dem Auge der Wahrheit. Der sieht nur seine Ideologie und glaubt daran und meint, das ist die Wahrheit und lässt nicht mit sich streiten. Oder ist an der Wahrheit nicht wirklich interessiert. Aber es wird ja nie von den Verschwörungsideologen gesprochen, sondern immer von den Verschwörungstheoretikern. Das heißt, die große Manipulation, die hier stattgefunden hat, ist die, dass man den Begriff der Theorie hier ins Absurde geführt hat, dass man die Leute abwertend als Theoretiker bezeichnet, obwohl es ein positiver Begriff ist. Das ist das Erste, was wir wissen müssen. Und da sehen wir schon, das ist eine geniale Strategie. Und die Frage ist ja, ob solche Geschehnisse, dass so etwas bei uns geschieht, einfach so geschehen. Da sagt es der Verschwörungstheoretiker, nee, so einfach, so von sich aus kommt das nicht. Da muss ja jemand dahinter stecken. Es ist die Frage, wie würde ein normaler Journalist das anschauen? Weiß ich nicht, ob man mit einem normalen Journalisten überhaupt diskutieren kann. Ja, wird er vielleicht gar nicht tun. Sondern die Frage ist, ist es möglich, dass eine solche Manipulation eines abwertenden Begriffes einfach von sich aus so kommt, ohne dass jemand im Hintergrund das so eingefädelt hat oder das so bewirkt hat? Meine persönliche Meinung ist hier, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das muss herbeigeführt worden sein, eindeutig. Da steckt eine ganz klare Manipulation dahinter, die wir immer Propaganda nennen. Das ist übrigens auch wichtig, der Begriff der Propaganda war früher positiv besetzt. Heute hat man ein anderes Wort dafür, heißt heute PR, Public Relation. Das Standardwerk über Propaganda
ist das Standardwerk über Public Relation. Das hieß aber früher noch Propaganda. Nachdem aber die Public Relation so manipulativ verwendet wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg, vor allem im Ersten Weltkrieg, ist der Begriff der Propaganda ins Negative völlig berechtigt abgewertet worden, weil pro heißt ja für, etwas positiv in die Welt zu bringen. Das macht ja PR. Ob stimmt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Die PR hat immer die Aufgabe, etwas positiv in der Welt darzustellen. Das ist eigentlich der Zweck von Propaganda. Heute nennt man Propaganda nicht mehr Propaganda, sondern PR, Public Relation, weil der Begriff Propaganda nicht mehr verwendet werden kann. Also hat man neuen Namen erfunden. Aber was hier dahinter steckt, ist eindeutig PR oder Propaganda. Ist eindeutig, das kann man aus meinem Erfahrungsschatz heraus sagen, aber das ist schon die zweite Verschwörungsthese heute Abend, dass das nicht von alleine kommt. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, aha, wer hätte denn Interesse, eine solche PR zu machen? Da gibt es diese berühmte Frage, cui bono, wem dient es? Und das Spannende ist ja, dass es heute schon Fachbücher gibt. Eines heißt die Agenten des Bösen, weil die Verschwörungstheoretiker werden heute die Agenten des Bösen bezeichnet. Weil sie Verschwörungen verbreiten, obwohl das gar nicht stimmt. Da gibt es Bücher auf dem Markt, die Verschwörungstheoretiker verreißen als Agenten des Bösen. Also es gibt nicht nur die Achse des Bösen, es gibt auch die Agenten des Bösen. Das sind jetzt offiziell im Mainstream die Verschwörungstheoretiker, sind die Agenten des Bösen. Und den Agenten des Bösen erkennt man immer woran? Ja, der fragt immer sofort cui bono. Also wenn einer fragt cui bono, weiß man schon, dass er ein Agent des Bösen ist. Damit ist er schon erledigt. So einfach geht das, so geht das. Ne? Also bitte niemals in der Öffentlichkeit fragen, wem dient das? Weil in dem Moment seid ihr schon unten durch. Und das ist wirklich so. Das ist heute, es ist vor kurzem in der Schweiz ein Buch erschienen, hängt auch zusammen mit den Anthroposophen, weil es gibt in der Schweiz eine wehrhafte Gruppe von Anthroposophen, der Europäer in Basel, unter anderem mit Thomas Mayer, die ja seit Jahren über 9-11 kritisch berichten und wirklich gute Sachen machen. Und die hatten zusammen mit Daniele Ganser und mit Ken Jebsen eine große Tagung in Basel und die Neue Züricher Zeitung. Und die sind sofort aufs Tablett gekommen und natürlich alles verrissen. Und parallel ist schon ein Buch erschienen, wo natürlich diese Leute auch alle, und wo grundsätzlich gegen Verschwörungstheoretiker argumentiert wird. Und das Wesentliche an diesen Argumentationen ist immer, dass es keine Argumente sind. Und wir werden nachher hören, woher das kommt. Also niemals fragen cui bono, weil in dem Moment ist man schon Agent des Bösen. Wenn jetzt aber umgekehrt das, was ich gerade behauptet habe, Verschwörungsthese, das war jetzt schon die dritte, dahinter jetzt eine PR steht, wo etwas verbreitet wird, was nicht stimmt, also eine Verschwörung sozusagen, dann sind ja eigentlich wer die Agenten des Bösen? Unsere Medien. Weil sie das nach außen vertreten, ohne es eventuell kritisch zu überprüfen. Und deshalb muss man sich zurückhalten in der Öffentlichkeit, aber im Grunde genommen werden unsere Medien, die gesamte Medienwelt benutzt von den Agenten des Bösen, als Agenten des Bösen, indem sie Verschwörungstheoretiker sofort niedermachen auf diese Art und Weise. Das ist heute meine ganz persönliche Meinung. Das stellt sich so eindeutig dar und wir werden auch sehen, woher das kommt. Ne? So, also die Frage ist, cui bono? Wer hat denn ein Interesse, dass Verschwörungen nicht aufgedeckt werden? Weil so muss man ja fragen. Das können ja nur Leute sein, die genau daran interessiert sind. Und da gibt es grundsätzlich eigentlich nur zwei Gruppen oder nur eine Gruppe, nämlich die Verschwörer selber. Es müssen die Verschwörer ein Interesse haben, dass ihre Verschwörungen nicht hinterfragt werden. Wer sollte sonst daran Interesse haben? Jetzt haben wir vorhin gehört, dass die Welt voll ist von Verschwörungen, nämlich von wem? Von Geheimdiensten. Wer also hat logischerweise das größte Interesse, dass niemand in der Welt Verschwörungen echt hinterfragt? Erstens die Geheimdienste. Zweitens die Geheimdienste. Und drittens die CIA, die NSA oder wer auch immer. Das sind diejenigen, die am ersten Interesse haben müssen. Und dann natürlich die eventuell, die außer den Geheimdiensten
auch noch Verschwörungen begehen. Und da ist ja die Frage, gibt es außerhalb der Geheimdienste oder Gemeindienste, sie tun ja eigentlich was fürs Gemeinwohl, diese Gemeindienste. Oft tun sie sehr gemein und sehr geheim und verschwörungsmäßig und dürfen Morde begehen ohne Ende. Vor kurzem ist ja ein Buch über die Machenschaften des Mossad erschienen, von einem ehemaligen Mossad-Agenten. Ist auch immer empfehlenswert. Der Mossad mordet seit Jahrzehnten in der Welt und darf das. Die CIA mordet seit Jahrzehnten und darf das. Die dürfen das. Nennt man Einsatz für das Gemeinwohl, für die nationale Sicherheit. Ne? Die dürfen das. Also, es ist eindeutig so, dass wenn eine Manipulation kommt, muss sie von den Geheimdiensten kommen und von verächten Verschwörern, die Interesse haben, dass ihre Verschwörung nicht aufgedeckt wird. Kann nicht anders sein. Wenn jetzt also jemand in der Öffentlichkeit sagt, naja, wir dürfen keine Verschwörungstheorien über etwas zulassen, könnte man schon sagen, aha, der gehört schon mal mit dazu, wenn es in der Öffentlichkeit sagt. Und hier ein Zitat vom 10.11.2001. Wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien mit dem Anschlag des 11. September tolerieren. Boshafte Lügen, die bezwecken, die Schuld von den Terroristen abzulenken. George W. Bush vor der UNO-Vollversammlung, ein Monat nach 9/11. Also damals war schon die Botschaft, alles Verschwörungstheorien, das dürfen wir niemals tolerieren, muss abgestellt werden. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. George W. Bush wusste darum und gehört zu den Verschwörern. Zweite Möglichkeit, George W. Bush ist von den Verschwörern benutzt worden. Drittens, die Verschwörer, die offiziell benannt wurden, die Araber, waren das wirklich, und George Bush hat gesagt, komm, wir wissen die Wahrheit und das ist erledigt, und Verschwörungstheorien lenken die Menschen nur ab von den wichtigen Dingen, nämlich vom Terrorismus. Also wer sich ein bisschen mit 9/11 beschäftigt hat, weiß, dass diese Aussage natürlich sehr eindeutig ist. Das heißt, wir haben hier eindeutig die Manipulation des amerikanischen Präsidenten abzulenken von jeglicher Kritik an der offiziellen Meinung. Das ist eindeutig klar. Über das braucht man heutzutage nicht mehr diskutieren, es sei denn, man gehört nicht zu den Verschwörungstheoretikern. Also im offiziellen Mainstream darf man das natürlich so nicht einfach sagen, weil da ist es immer noch so, es waren diese Jungs da, diese arabischen Terroristen, die das alles bewirkt haben. Wer meinen Vortrag gehört hat, hier drüber gibt es auch auf YouTube, der, und das ist alles aufgedeckt, der weiß, dass es auch keine Sprengungen waren. Das kann man sich alles anschauen. Also diese Theorie, an die ich auch lange geglaubt habe, an die Verschwörungstheorie, dass es Sprengungen waren, die stimmen auch nicht. Und das kann man also alles nachschauen. Das heißt, wir haben hier damals einen Monat danach bereits, fängt schon die Manipulation an, dafür zu sorgen, dass ja keine Verschwörungstheorien irgendwo weiter in der Öffentlichkeit diskutiert werden oder verbreitet werden oder anerkannt werden. Oder. Also man wollte hier von Anfang an vertuschen, das ist völlig klar. Jetzt, wenn man sich die Sätze mal genau anschaut, ist schon spannend, sagt Bush aber eventuell noch ganz was anderes. Er sagt, wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Das hat vielleicht noch keiner getan. Er hat ja nicht gesagt, was die Wahrheit ist. Also nehmen wir an, er wäre beteiligt oder er wüsste, dass es eine andere Verschwörung ist. Und jetzt sagt er hier, obwohl das keiner so liest, wir müssten eigentlich die Wahrheit über den Terror, über den Terror aussprechen. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien mit den Anschlägen des 11. September tolerieren. Ja, was ist denn für eine frevelhafte Verschwörungstheorie entstanden? Nämlich, dass es diese arabischen Jungs waren. Das ist ja eigentlich die frevelhafteste Verschwörungstheorie überhaupt. Denn das ist die Verschwörungstheorie, die offiziell heute bekannt ist. Es waren diese arabischen Terroristen. Es ist eine eindeutige Lüge, es ist eine eindeutige Manipulation, es ist so eindeutig, für jeden vernünftigen Menschen ist das völlig klar. Also muss es dahinter eine andere Verschwörung gegeben haben. Jetzt kann man schon einfach an zwei Fakten, neben den Videos, wenn man sich die anschaut, an zwei Fakten
sehen, denn man sieht, dass die Türme nicht eingestürzt sind durch Flugzeuge. Das sieht man, das kann man sich alles anschauen. Aber es gibt zwei andere Fakten, nämlich der zweite Fakt ist, dass ja nicht zwei Türme eingestürzt sind, am nächsten Tag noch ein dritter komplett, der nichts damit zu tun hat, wo es niemals eine Erklärung dafür gab. Ja, beziehungsweise die Erklärung, die es gab, war ein Witz. Kein Witz im üblichen Sinn. Es war ein böser Witz. Und das dritte Argument ist ganz einfach. Bei einem Kriminalfall werden erstmal Spuren gesichert. Nur bei diesem größten Kriminalfall der Geschichte hat man als erstes so schnell wie möglich die Spuren beseitigt, indem man mit Lastwagen die ganzen Stahlträger alles nach China transportiert. Also es gibt so ein paar Argumente, wo man sofort sieht, da steckt eine andere Verschwörung dahinter. Das ist völlig klar. Und vielleicht hat der Bush das ja so indirekt gesagt. Ja, man sollte doch mal die Wahrheit darüber sagen. Ich tue es zwar nicht. Ja, boshafte Lügen, die bezwecken die Schuld von den Terroristen abzulenken. Ja, wer waren denn die eigentlichen Terroristen? Offensichtlich nicht die Araber. Es müssen also andere Terroristen gewesen sein, weil die haben ja über 3000 Menschen getötet und danach mehrere Kriege angefangen. Das heißt, wir haben hier eindeutig, wo auch immer im Hintergrund, eine Verschwörung, eindeutig, sehr eindeutig. Und das sind Terroristen, weil sie im Grunde genommen die Welt danach mit Terror überzogen haben und dort über 3000 Menschen geopfert haben. Aus welchen Motiven und Gründen auch immer heraus. Vielleicht hat er das ja auch ironisch so gemeint, aber das glaube ich wohl weniger. Aber genauso könnte man diesen Satz lesen. Das heißt, bei Wikipedia Verschwörungstheorien hat es wahrscheinlich immer gegeben. Nach Vorläufern in Antik und Mittelalter tauchen sie gehäuft in der Zeit der Französischen Revolution auf. Seit dem Jahr 1798 ist die Verschwörungstheorie verbreitet. Diese und zahlreiche andere als Übelstand eingeschätzte Phänomene wären das Werk des 1785 verbotenen bayerischen Illuminatenordens. Kennen die meisten Verschwörungstheoretiker auch schon. Ähnliche Vorwürfe werden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Juden gemacht. Diese antisemitischen Verschwörungstheorien trugen zum Holocaust bei. Antisemitische und andere Verschwörungstheorien sind heute noch in der islamischen Welt weit verbreitet. Jetzt kommt eine wichtige Aussage. Verschwörungstheorien waren ein wichtiger Bestandteil der Herrschaftslegitimation des Stalinismus. Die Säuberung, die Stalin gemacht hat, hat er mit Verschwörungstheorien begangen, unter anderem auch mit antisemitischen. Diese Beispiele zeigen, wie Verschwörungstheorien zur Konstruktion, und das ist jetzt ganz wichtig, zur Konstruktion von Feindbildern und damit zur Legitimation von Gewalt benutzt werden können. Und die Beispiele mit Stalin haben ja gezeigt, dass das staatliche Verschwörung war oder staatliche Verschwörungstheorie, die benutzt wurde. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden sie insbesondere in den Vereinigten Staaten gegen die Regierung gerichtet. Jetzt kommt das Beispiel. Beispiel dafür sind das Attentat auf John F. Kennedy oder Verschwörungstheorien zum 11. September 2001. Verschwörungstheorien werden aber auch von Regierungen gegen Oppositionen gerichtet. Also auch das wird zugegeben bei Wikipedia. Ne? Also auch Regierungen machen das. Also diese, und das, was auch hier gesagt wird, ein Beispiel hierfür ist die von der Wikipedia her. Ein Beispiel für eine staatliche Verschwörung, Verschwörungstheorie. Ein Beispiel hierfür ist die von der US-Regierung 2007 behauptete konspirative Verbindung zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida zu den Terroranschlägen am 11. September 2001 mit dem Zweck, den Irakkrieg zu legitimieren. Steht bei Wikipedia. Das steht drin, dass die amerikanische Regierung eine Verschwörungstheorie benutzt hat, den Irakkrieg zu beginnen. Das steht da drin. Das ist Völkerrechtsverletzung. Die Regierung von Amerika hätte längst damals angezeigt werden müssen, nach Völkerrecht. Geschehen ist gar nichts. Steht aber sogar bei Wikipedia, ist doch spannend. Ja, und diese Sachen werden hier bei uns ja nicht diskutiert, weil das darf ja Amerika selber mit einer Verschwörungstheorie einen Krieg zu beginnen. Dann das Auftreten des Internets hat die Verbreitung von Verschwörungstheorien sehr begünstigt. In diesem Kontext verbreiten sich Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen, wie etwa dem Klimawandel
und Impfungen schnell und unkontrolliert und können somit auch Politikpräferenzen beeinflussen. Also Impfungen und Klimawandel werden hier teilweise als unwissenschaftlich bezeichnet. Und das Spannende ist ja ein ganz anderes Thema, dass man eben Thesen zum Klimawandel als wissenschaftlich bezeichnet, wobei man heute sagen kann, das kann ich als Wissenschaftler sagen, es gibt bis heute keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, dass das Klima, der Klimawandel CO2 durch Menschen gemacht ist. Gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Das ist ganz wichtig. Es ist nur eine These. Es ist nur eine These. Es ist nur ein Modell. Es gibt keinen Beweis dafür. Und das heißt, auch die ganze Geschichte um den Klimawandel ist natürlich, das wäre jetzt meine vierte Verschwörungsthese heute, ist auch eine riesengroße Verschwörung eventuell, eine riesengroße Manipulation. Und da ist auch wieder die Frage, cui bono? Wer sollte ein Interesse daran haben, diese ganze Geschichte mit dem Klimawandel so als Verschwörung oder so zu manipulieren und das in der Öffentlichkeit darzustellen? Habe ich aber in meinem Vortrag damals auch über Geoengineering schon dargelegt. Also, wir wissen, Verschwörungen gibt es, Verschwörungstheorien werden sogar von Regierungen benutzt, die dürfen das und dann passiert nichts, aber wenn ein Verschwörungstheoretiker das benutzt, dann wird das sofort angegriffen.